Glocke der Welt. Nur an diesem Tag werden auch die Reliquien der heiligen drei Könige gezeigt. Und dann das. Der Schock saß tief und Hilfe tut Not. Ein Fall für die Spezialisten des Europäischen Glockenforschungszentrums ProBell in Kempten, das weltweit einzige Institut seiner Art. Der Leiter, Professor Dr. Andreas Rupp. Das ist ein Ableger eines Forschungsvorhabens, was 2005 hier an der Hochschule in Kempten gestartet worden ist. Da hat die Hochschule im Auftrag von 8 europäischen Glockengießereien die Ursachen für Schäden an Glocken erforscht und auf diesen Erkenntnissen dann aufbauend neue Berechnungsverfahren, Methoden, Simulationsprogramme entwickelt, die uns heute erlauben, dann zu bewerten, ob eine Glocke schädigend geläutet wird, ob die Glöppel zu stark beansprucht werden, ob die Glocke schön läutet, das heißt gut klingt, oder ob die so klatschend oder viel zu hart angeschlagen wird, das heißt rund um die Glocke. Wie hängt das zusammen mit Musik und Materialbeanspruchung? Hier liegt der zerbrochene Klöppel nun und die Wissenschaftler um Laborleiter Professor Dr. Dirk Hartmann beginnen mit der Ursachenforschung, nicht mit dem Reparieren. Nein, nein, das kann man nicht reparieren so wieder, und es soll ja auch wirklich ein neuer Klöppel ausgelegt werden, und wir stellen fest, warum ist der kaputt gegangen? Werkstoff, Materialfehler, sind Fertigungsfehler, was auch immer, das kann man durchaus ganz gut prüfen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und auf der Basis wird dann der neue Klöppel ausgelegt. Also jetzt einfach was Neues machen oder das Gleiche nochmal, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern deshalb machen wir den Aufwand und schauen da direkt rein, damit das dann auch ein gutes Zusammenspiel ist zwischen Konstruktion, Werkstoff und der Glocke natürlich, dem Klang. Die Allgäuer Glockenexperten werden den Klöppel nun 2 Monate genau untersuchen und konzipieren dann einen maßgeschneiderten Klöppel, damit die alten Fehler, wenn man denn welche findet, beim neuen Klöppel nicht wieder passieren. Denn wie beim Geigenbau haben die Wissenschaftler auch beim Glockengießen bis heute längst nicht alle Geheimnisse der Meister von einst lüften können. Professor Rupp. Im Wesentlichen ist es noch genauso, wie es auch der Herr Schiller beschrieben hat, dass sie dann in ihrer Form dann, die gemauert ist, dann in der Erde gegossen wird. Und das Material ist auch schon seit dem frühen Mittelalter das gleiche geblieben. Sodass man sagen kann, diese Technologie, die ist eigentlich, ist die Herausforderung, das immer wieder zu treffen, ohne dass man eben weiß, warum das so gut geworden ist schon damals. Bis die 24 Tonnen des dicken Pitter von einem neuen Klöppel wieder angeschlagen werden, wird es wohl Weihnachten werden. Soweit der Bericht von